Das ist mein größter Stolz, diese Frage. Der kleine Biss. Und wir sind bissig. Wir sind bissig. Mein Vater, der war damals wie viele Ostberliner auch ziemlich angetan von Union Berlin und hat mich dann mitgenommen nach Halle zum Pokalendspiel. Leider kann ich mich an dieses Spiel kaum noch erinnern, weil alle Männer größer waren und sozusagen ich maximal zweimal während des Spiels auf die Schulter gehoben worden bin und eigentlich nur meinen besoffenen Vater wieder nach Hause gebracht habe. Nachdem ich dann bei Union Berlin im Sichtungstraining aussortiert worden bin von Bulle Sigusch, unserem damaligen Läufer, der hat gesagt, Schmetterling, komm mal her. Meinst du nicht, dass du was anderes besser kannst? Naja, und dann bin ich mit Tränen oben wieder durch den Wald nach Hause und habe aufgehört, Fußball zu spielen. Ich sag mal so, ohne Liebe geht's nicht. Wenn man wirklich Fußball begeistert ist, dann fährt man seiner Mannschaft hinterher. Scheißegal, ob Schultag ist oder ob man eigentlich arbeiten muss. Und schlussendlich ist es bei mir dann auch so ausgegangen, dass ich den Abschluss der 10. Klasse nicht bekommen habe. Also die wichtigsten Dinge, die mich begleitet haben, Missionen, die ich für mich erfüllt habe, Träume, die ich mir erfüllt habe, die finden sich dann auch auf meiner Haut wieder. Da gehört Union Berlin auf jeden Fall dazu. Also ich sag mal, Union Berlin kommt gleich nach meinen Eltern. Ich bin eigentlich wirklich ganz froh, dass ich heute als Künstler auch meinen Beitrag zu einem Fußballverein leisten kann, obwohl ich nicht Fußball spiele. Aber immerhin bin ich die einzige lebende Eckfahne. Das ist doch schon mal was.